Willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Darksiders 2, der Definitive Edition. Ich bin auch Koparius und wie immer ist es mir eine Ehre, für Sie diesen Part aufnehmen zu können. Jawohl, in den letzten Parts haben wir die erste weitere Kampagne, nämlich Arguls Grab, begonnen. Und wir haben den Auftrag von Ostegoth erhalten, die Energiequelle des Grabs zu finden und sie einfach einmal zu vernichten. Wir haben zwar den abgesetzten König Argul schon lange getötet in der Hauptstory, es war eine Mission für Tane, aber anscheinend ist seine Quelle immer noch sehr gefährlich, deswegen die müssen wir auslöschen. Blöderweise wurde ich wieder zurückgespawnt, was sehr nervig ist. So, wir machen hier einen fetten Strahl, wir machen hier einen fetten rein. Dann wählen wir das hier ab. Asche, was siehst du? Asche, was siehst du? So, dann geht's hier rüber. Und da oben gehen ja diese Stacheln da hoch und sonst, deswegen erwarte ich, dass da irgendwie so ein Raum ist. Seht ihr diese Stacheln? Das ist immer sehr leicht zu erkennen. Wer erwartet uns hier? Na, oh, einfach nur Bobs. Was? Ja, auf euch, ich meine, zu euch. Die Ernte! Holt euch den Seelen! Bam, weg mit der Nudde. Vereist oder nicht vereist, das ist mir egal. Töööö. Ich würde euch vielleicht ernst nehmen, wenn ihr nicht ständig mit Zombies da labern würdet. Ich glaube, ja, die sind schon untot, aber ist mir egal, ey. Das ist dumm. Das ist eine gute Nebenwaffe, die sind unbedeutend. Ja, wow. Dafür habe ich einen Part beendet. Ja. Ja, feels schlecht, man. So, und zwar, falls in dieser Aufnahme sehr schnell auch schon wieder ein paar News durchlesen, über die wir reden können. Das war so eine News, die glaube ich schon sehr brisant ist und wieder zeigt, wie behindert ein oder andere Regierungschef hier ist. So, anscheinend brauchen wir hier diese Portale. Das habe ich auch aufgeladen, wenn ich bitten darf. Okay. Well, ah. I see. Ich möchte darauf, verdammte Schäse. Alter, du regst mich gerade richtig auf, du hässliche. Ja, haha. Irgendwie habe ich es geschafft. Okay, diese Plattform bringt irgendwie nichts. Wo sollen wir denn bitte hin? Aber das... Was soll ich hier machen? Es ist absolute... Ja, Quatsch, Scheiße. Okay, obviously muss er da hin. Vielleicht können wir den herziehen. Okay, das war falsch reagiert. Ja, können wir herziehen. Sehr interessant. Ja, wir können über diesen Stein herziehen. Oh, verletzt die Gefühle von diesem Stein nicht, okay? Haha, weg raus. Tut mir leid. Tut mir leid. So, wenn wir hier so rumklettern, dann können wir diesen Shoulder aktivieren. Dann können wir uns hier diese Laterne mitnehmen. Eine magische Laterne.
Dies ist doch unglaublich. Mal schauen, was wir mit diesem Ding da anstellen können. Ich bin ja äußerst gespannt. Nicht? Die Frage ist jetzt, wo können wir denn damit hin, weil... Also, kann man sich irgendwie nicht sofort wegbewegen. Ja, also... Ach, da oben, ja, okay, kann man machen. Der Leerläufer... Ich hasse diese ungenaue Steuerung, deswegen nutze ich eine Maus. Bring it on. So, jetzt bin ich ohne das Teil runtergesprungen, ey. Ich bin noch so hin. Lieb, putz, futz. Gott verdammt. Hier löschen. Springen wir darüber. Da oben dran. Da bin ich noch beschäftigt. Verdammter Sprachfushing. Ich hoste. Alter, ist das ein Scheiß Ernst? Ihr hässlichen, minderwertigen, kleinen Drecksäcke. Kann ich jetzt endlich hin? Es ist denn wirklich so viel verlangt? Oh, Alter, wie hässlich ist das denn? Das ist ja absolut abartig. Wieso muss man das immer so sehr verkomplizieren? Wirklich. Das ist nicht mal 2 Meter oder so entfernt. Natürlich muss sofort das Portal fucking gecancelt werden. Ich muss diese Wichse hier mitnehmen. Wirklich? Immer alles so kompliziert machen, ne? Wieso kann man hier nicht einmal irgendwas einfach machen? Einfach ist echt zu schwierig, oder was? Jetzt auch noch so greifen, es wird immer besser. Verkomplizierung plus 3 Milliarden, ey, wirklich. Boah, da! Ah! Wohin muss das jetzt gebracht werden? Ah, grüezi! Mein Name ist der Micha. Na, irgend sowas. Ach, du mit dir. Ich verstehe. So. Gehen wir dann dem Fotzkopf hier. Richtiger Bastard, Alter. So, hier her mit dem Pister, meine Güte, ey. Die Frage ist, wohin muss der Strahl?
Ah, deswegen ist dieses Portal da. Okay. Ich verstehe schon. Ich dachte, da wäre irgendwas Cooles, aber nein, natürlich nicht. Dann kommen wir dort weiter. Hurra. Asche, was siehst du? Nichts, sehe der. Ich gehe jetzt mal den falschen Control-Knopf. Weil ich zu viel Firewatch gespielt habe. Drücken wir uns hier mal den jetzt in einen Knopf zum Sprinten. Wieder eine nutzlose Truhe, die uns erwartet. Na, ja, was ich ja. Ja, wahrlich nutzlos. Denn hier geht's auch gleich wieder los mit einem Mobfight. Ich kann sogar hier die Truhe nehmen, bevor es losgeht. Finde ich nett. Und jetzt geht es los. Wir sind hier gelandet. Ne, aber wo es in dem Bericht hier, den ich gelesen hatte, war, habt ihr bestimmt schon gehört und so. Zu der Zeit, wo ich das so erzähle, hat er mal immer so nicht aktuelle News, einfach nur so diskutierbare Themen. Und zwar hat Türkei wieder mal einen rausgehauen und ein Redakteur der Welt mit türkischer Abstammung erstmal quasi ins Polizeipräsidium zur Befragung gerufen. Dann haben sie ihn dort, was laut Gesetz bei denen legal ist, halt in Gewahrsam genommen, ohne richterlichen Beschluss. Und das können sie sogar für 14 Tage machen. Danke Türkei für deine Demokratie. Also danke Erdogan für deine Demokratie, Kappa. Oh, die Bastarde, Alter, die hasse ich so hart. Ja, auf die habe ich keinen Bock. Für diese Fälle ist die Reaper-Form eingesetzt worden. Wieso frisst er so wenig von der Reaper-Form? Da kann ich ja mit meiner normalen Sense mehr Schaden machen. Nächstes hat dieser Finalangriff viel Schaden gemacht. So, damit haben wir unsere Zeit einfach eingespart. Gegenüber dem Müll hier, der uns da hätte sonst erwartet. Ja, und zwar halt, haben sie jetzt diesen Korrespondenten der Welt, der war jetzt gefangen genommen da. Können ihn dann legal für 14 Tage festhalten und befragen. Das findet halt zum Beispiel auch die Kanzlerin besonders halt nicht so toll. Und die Welt hat sich da auch schon gemeldet und sie versuchen halt das so fair wie... Sie versuchen halt, dass das so fair wie möglich abläuft. Da wir aber Erdogan kennen, diesen Schwanzlecker, diesen Ziegenficker. Oh nein, jetzt werde ich schon angeklagt, bald von ihm. Da wir den kennen, ja. Deswegen sollten wir da nicht so viele Hoffnungen haben. Aber es scheint hier, als wenn wir schon beim Ende von Arguts gab. Erst 13 Minuten im Part. Aha. Das ist auch okay. Ich meine, ich erwarte nicht, dass diese weiteren Kampagnen jetzt eine Ewigkeit laufen. Ja, das scheint mir der Bosskampf zu sein. Die Frage ist aber, da Argul nicht hier ist, beziehungsweise da Argul tot ist, wer ist dann der Boss, der seine Energiequelle bewacht? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man hier so weiter beobachten, die man weiter beobachten kann, um halt zu sehen, wie die Türkei solche Situationen jetzt durchzieht. Ich kenne ja, dass der gute Erdogan gerne sein osmanisches Kaiserreich, Diktatur, was auch immer, aufbauen möchte. Hoffen wir das Beste für den einen Weltredakteur. Schreiber. Der Lebenden. Ha, ich hab gesagt, er wird endlos. Ich sehe einen Feind vor mir, bereit für sein Ende. Du hast die Seele eines großen Wurms. Wurms? Okay. Warum dienst du dem verlorenen König? Ich diene jenen, die mich rufen. Mein Wesen ist eine Inkarnation ihres Willens. Ich werde dich vernichten. Du kannst diese Gestalt vernichten, aber nicht mich.
Meine Seele wandert nicht in den Quell, denn in mir schlägt die pure Macht des Abgrunds. Aha. Niemand kann ihr entkommen. Niemand überkommt den Tod. Wohl. Dann beweise deine Behauptung. Okay. Frostflug. Besiege den Frostflug. Sagen wir mal so, wo ich ihn schon das erste Mal da rumfliegen habe sehen, dachte ich mir so, wetten, das ist der Endboss an Paragus gab. Alter, du hässliche Bitch. Wenigstens will man nicht mehr ausweichen. Oh was. Okay, wenn er rumläuft, ist er unantastbar. Ach du Scheiße. So easy. Wait a minute. Das kurz die Knarre aus. Natürlich mit seinem Tail hier. Ah, der ist echt schnell. Okay, sieht so aus, als würde er hinfallen. Okay, da wird er keinen Schaden. Na gut, ich konzentriere mich jetzt hier auf den Fight. Mal schauen, wie der ist. Gerade im Moment nicht sehr Alter, dein Ernst. Nicht gerade sehr spektakulär. Noch nicht gerade sehr challenging, Bing. Aber er macht auf jeden Fall viel Schaden. Das kann man hier nicht nehmen. Und das Eis ist natürlich auch sehr böse. Okay. Jetzt ist er wütend. Das heißt, wir wahrscheinlich mehr Schaden machen, neue Moves und so weiter. Neues Muster, was man kennenlernen muss. Ja, das ist dann auf jeden Fall der Teleportschlag, man bekommt jetzt eine gute Heilung. Deswegen gesagt, das ist so ein Frostfluch. Anscheinend irgend so ein antikes... jetzt hat er auch... Okay. Dämonisch blau aufgefärbte Pfeile. Die kommen auch viel schneller runter. Ja, kommen eigentlich fast instant runter. Und das macht auch mehr als die Phase. Aber trotzdem sehr schnell und einfach vorauszusehen. Okay, ich bin eigentlich voll die ganze Zeit ausweichen, aber bedeutet anscheinend gar nichts mehr heutzutage. Ausweichen ist überbewertet. Aber ausweichen ist überbewertet. Okay, wenn das keine Hexe, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich bin da weitaus 3 oder 4 Tatzen hängen von dem Pisser entfernt. Schaut mir trotzdem da rein. Also wie dreist wollen wir das bitte machen? Da ist eh gleich da, ne? Kann eh nichts, der Pisser. Jetzt kommt noch ein letztes Mal seine Schussfeuerphase. Und dann haben wir es schon hinter uns. Wie gesagt, da ich das Reich der Toten nicht mochte, mag ich auch diese Erweiterung nicht besonders. Die ist genauso langweilig und genauso hässlich wie die originale Welt der Toten. Deswegen verzeiht mir meinen fehlenden Enthusiasmus in dieser Welt. Aber es ist nur eine kleine, dumme Erweiterung vom Reich der Toten, was ich sehr, sehr langweilig und verhasst empfand. Oh. Und ciao. Schade, dass diese Events keine Quicktime Events sind, also keine richtigen Quicktime Events. Hätte man wenigstens ein bisschen machen können, um sich selbst auch gut zu fühlen. Das sind schon coole Ending-Scenes und so. Finishing Fights. Oh, in den Rücken nehmen.
Und die Brust auf den großen. Den Brust auf. Oh, der Kopf ist einfach ab, Junge. Oh, nice, voll krass, Digga. Oh, shit, Digga. Oh, scheiße, Alter. Er ist voll krass, der Kopf abgehakt, Digga. Kehre zu Ostegas zurück. Ach so, ist dieses Wesen die Energiequelle gewesen? Well, since this was more unspectacular than I would have ever thought about that. Ja. Okay, das war's schon. Boring! Boo! Boo! Boring! Der kalte Turm ist abgeschlossen. Wir verlassen das Verlies und kehren zu Ostegolf zurück. Oder Ostegut oder wie auch immer. Also bist du wieder da. Nee. Ich nehme an, du willst diesen Schatz. Keine Sorge, Reiter. Ostegut hat seine Belohnung bekommen. Ostegut hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Cool. Bitte, sieh dich um. Bitte, sieh dich um. So. Sende des Eises verkaufen. Tödliche Sense verkaufen. Preis. Nein. Ich ziehe gerade so hart übers Ohr, Junge. Junge, Alter, ich zieh dich voll übers Ohr, meine Schere. Kaufen weiter einen unnötigen... Ja. Unnötiges Gesocks. Alles außer Epics. Ist eh alles schlechter. Ein fairer Preis. Ja, ja. Wir wissen schon, wo die fairen Preise herkommen. Ja, ja. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Wirklich? Ich bezweifle es. Denn ich verkaufe nur große Müll. So, ja, es ist schon dann das, das und das und das. Und das und das und das und das und das. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Hey, das bezweifle ich immer noch, Junge. So, wir nehmen uns. Ja, Grab des ab. Ja, bis zum nächsten Mal. Grab des abgesetzten Königs ist geschafft. Wir kriegen hier keine EP mehr. Ach ja, das wollte ich eigentlich sagen, ne? Ich habe mich schon entschieden, und zwar werde ich, wenn dann, überhaupt nur auf Wunsch die Feuerprobe abschließen, in einem Stream zum Beispiel. Ich werde das nicht aufnehmen und ja, das ist jetzt so entschieden. Ich werde die Feuerprobe nicht aufnehmen, es dauert mir ein bisschen zu lange, es würde das LP nur eh weiter strecken, weil das LP, was ich hier von Dax ist, zwei, aber es ist schon viel zu weit quasi darüber hinaus. Na, sei vorsichtig, was du zurücklässt, Reiter, wenn einem so mächtige Gegenstände in die falschen Hände gerät. Achso, wir hätten eigentlich einen Gegenstand von Ostegoth bekommen. Aber unsere Nebenwaffen waren voll. Die frostgeschmiedete Zwillinge. Schicht auf Schicht aus Gletschereis formen die messerscharfen Kanten dieser Armklingen. Jeder Treffer der Zwillinge hinterlässt die Wunde mit einem gefrorenen Eisrand, welchen jeden Schlag besonders grausam macht. Dazu kommt, dass der Zauber der Zwillinge jedem Gegner Zornenergie entzieht und dem Träger übertragen wird. Mal schauen, sind diese Waffen auch stark genug? Zweifle ich, aber auch egal, mal schauen. Nein, sind sie nicht. Zornenzug, Eisschaden. Wow, die sind ja echt noch viel schlimmer, als ich es erwartet hatte. Naja. Dann nutzen wir diesen Heiltrank. Und dann... Okay. Und dann kaufen wir den Rest bei Ostegorf nochmal. Ich weiß, du wirst dich gut darum kümmern. Ja, ja, halt die Fresse so. Damit war es das mit der Mission. Perfekt zum Partende. Ist so super. Gut, dann starten wir hier einfach. Ja, wir gehen wieder zurück zum Startpunkt von Arguls Grab. Wir haben es abgeschlossen. Wir haben die Quelle der Macht dieses Grabes zerstört. Und im nächsten Part begeben wir uns zur anderen Kampagne. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns und bis dann.